Hallihallöchen, liebe Freunde, und herzlich willkommen bei einem weiteren Video. Und zwar der Football Manager 2022 ist vor kurzem rausgekommen. Und ihr seht hier, es gibt eine Let's Play, die ich mit euch vorhabe, mit dem ersten FC Kaiserslautern neben der FIFA-Karriere. Da sind wir mal sehr gespannt, was für Parallelen es dabei geben wird. Wenn dir das Ganze gefallen sollte, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Denn das Ganze wird nicht mit der Legende Uwe Holm, nicht mehr der Legende Hans-Peter Schmatke und auch nicht mit meiner Person Dico gemacht, sondern mit Marco Antwerpen, wie du hier schon siehst. Und dann sind wir gespannt, was das Ganze abgehen wird. Ich wollte Marco übrigens so als 3D machen. Ich muss mal sagen, es sah so blöd aus, dass ich einfach sein Profilbild, das ich von 1. FC Kaiserslautern bekommen habe. Ihr hört es vielleicht noch ein bisschen an meiner Stimme. Immer noch leicht ein bisschen am Arsch von diesem ganzen Erkältungsgedönse. Ich hoffe, es ist trotzdem sexy genug für euch. Und weil der FM so viele Daten und so viele Informationen hat, habe ich mich entschieden, keine Webcam hier an den Start zu bringen, weil die immer wieder irgendwo was verdeckt. Ich habe ein bisschen vorausgespielt, um ein bisschen den neuen Football Manager kennenzulernen. Habe die Vorbereitungsphase durch, die in der dritten Liga recht kurz ist. Ich habe nicht vor, hier lange Videos zu machen, die immer Kilometer lang sind, nur weil der FM ist halt schon sehr langatmig, sondern eben mehr von Spiel zu rennen, das dazwischen ein bisschen mehr für mich zu machen, wenn was Spannendes passiert, mal kurz auf Aufnahme zu klicken und das kurz zu kommentieren. Boah, was ist da krasses passiert? Und dann rennen wir eigentlich eher von Spiel zu Spiel in den Videos, weil ich glaube, das ist das Spannende für euch, aber auch zu den Transferthematiken. Und da kommen wir jetzt gleich zu. Erstmal ist die Vorbereitungsphase in der dritten Liga sehr kurz durch Corona in dieser Programmierung beim FM 2020. Ihr seht, wir haben gegen Kaiserslautern B11 3-1 gewonnen und dann FC Lugano 1-0 geführt und dann noch 1-2 verloren. Muss aber sagen, ich habe da sehr, sehr viel getestet, die ich ausprobiert habe. Zum Beispiel Seturski habe ich hier mal mit drin. Dann zum Beispiel Hartig ist hier dabei. Marcel Heller sagt euch vielleicht noch was. Ja, dann Vogt. Windhagen, den ich auch gerade versuche zu verpflichten, der mir recht gut gefällt. 18 Jahre vorne im Sturm. Wir haben ja hier noch Spalvis, der in Real Life gegangen ist, beziehungsweise Vertrag aufgelöst. Dann noch einen Lopez hier am Testen für die linke Seite, weil nichts gegen Hendrik Zuck, nichts gegen die Spieler in Real Life. Es ist im Spiel ein bisschen ein Problemchen auf der linken Seite. Und auch zum Thema ein Sturmproblem haben wir eigentlich in FM nicht, weil wie gesagt, wir haben Spalvis, der im FM einfach jedes Mal OP ist. In Real Life eigentlich müssen wir noch nach Stürmern suchen. Nichts gegen Hanslik und Kibrit, die machen eine tolle Saison. Aber auch Jean Parker habe ich mal ausprobiert. Richtig geil, hat auch super Sterne und wäre auch vertragslos, weil er auch links und rechts kann. Eigentlich genau das, was Hanslik so kann, was eigentlich ziemlich gut zusammenpassen würde. Jetzt fragen wahrscheinlich sehr, sehr viele, hey Dico, wie kann das eigentlich sein, dass du das nicht streamst? Das liegt einfach daran, dass der Stream bei mir leider überfordert wäre. Also nicht, dass das Spiel jetzt kritisieren möchte. Das Problem ist, meine Grafikkarte ging vor kurzem kaputt. Ich habe meine alte von 2016 wieder ausgegraben und die macht da ein bisschen Schwierigkeiten in Streams, dass ich das einfach jetzt für YouTube mal aufnehme. Und ich als Content Creator für den 1. FC Kaiserslautern finde es eigentlich auch ziemlich geil mit FIFA. Da mache ich jetzt endlich auch bald wieder die Aufnahmen, wenn die Stimme endlich da ist. Ihr hört's, ne? Gibt's dann das und auch hier das. Die FIFA-News gehen weiter. Und das soll so ein bisschen mein Winter-Content sein, weil ihr wisst ja, wir sind alle hier auf diesem Kanal ein bisschen mehr heiß auf die FIFA-News und lege aktuell intensiv den Fokus bei den Streams auf meine Community-Cups. Aber der FM22 ist einfach wieder, ich bin so heiß auf dieses Spiel. Es macht einfach einen tierischen Spaß, Leute. Und da würde ich mich freuen, wenn ihr einfach dranbleiben würdet. Unsere Vereinsziele sind ein harter Brocken, liebe Freunde. Dritte Liga-Aufstieg sollen wir machen und zweite Runde erreichen. Pokalauslosung war noch nicht, da müssen wir dann nochmal gucken. Und ihr seht übrigens, ich habe ein paar Profilbilder abgedatet. Diese Profilbilder sind jetzt lizenztechnisch nicht von Sega, aber wie gesagt, sie sind offizielle Lizenzbilder, weil ich sie von Lautern bekommen habe und auch einsetzen darf. Also Grüße gehen an Sega heraus. Vielen Dank übrigens, die mir das Spiel zur Verfügung gestellt. Hier geht es jetzt darum, wer soll Kapitän werden und Jean Zimmer soll es bleiben. Jean spielt bei mir RV.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde ihn dort einfach ein bisschen geiler. Das Problem ist halt, er hat super Konkurrenz da mit Herrscher. Deswegen bin ich ein bisschen am Testen, dass bei mir Herrscher links spielt und Zimmer rechts, weil ich das einfach irgendwie ein bisschen geiler finde. Und Herrscher hat beidfüßig. Dann geht's weiter und zwar Julius Pfennings. Ich weiß, dass viele Leute mich jetzt wahrscheinlich umbringe. Was, du willst das von Leipzig holen? Aber der sieht halt ziemlich geil aus in der Innenverteidigung. So als Laie würde ich den gerne haben. Aber es gibt leider nur ein Gegenangebot. Die wollen 100%, 100%, dass wir den das Gehalt bezahlen. Und ich möchte aber eigentlich, dass der... Kann man den nicht irgendwie noch länger ausleihen? Warum kann man den denn nur Ende der Saison? Ich hätte gerne den noch ein bisschen länger. Ja, U19 gewinnt. Stark, Mann. Gegen die 60er. Sehr, sehr gute Nummer. Da, meine Leute, Windhagen bestätigt Wechsel zu Kaiserslautern. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwie jemand ist, den man kennt. Von Frankfurt U19. Ja, da kriege ich ja gleich schon wieder Ärger. Ich hole was von Leipzig und von Frankfurt. Wusste ich gar nicht, dass der von der Jugend kommt. Aber okay, gut. Ich finde, der hat Potenzial, der hat Qualitäten und vor allem auch nicht gerade klein. Grüße gehen raus an Klinge, der sich ja bei FIFA beschwert hat, dass er Pace 48 nur dort hat. Hier hat er von maximal 20,11. Also er ist teilweise schneller als der eine oder andere, der in FIFA als schneller dargestellt wird. Also Grüße gehen raus. Hier nimmt man das ernster mit dir. So, bestätigen und ich bin echt so gespannt. Es geht Richtung Braunschweig-Spiel. Oh nein! Eieiei, Sessa und Steele verletzen sich 1 bis 3 Tage. Wir schauen uns mal die Saisonvorschau an, Leute. Kaiserslautern wird von den Quoten her am höchsten angesetzt auf Platz 1. Dann die 60er auf 2, Duisburg auf 3, Absteiger aus Osnabrück auf 4, Braunschweig gegen jetzt, die wir spielen, auf 5, Türkische München auf 6, Wiesbaden auf 7, Absteiger Kickers, die aktuell in der Krise sind, auf 9. Ja, und die Aufsteiger werden hier ganz nach unten gepackt. Da bin ich aber mal sehr gespannt, was haben wir denn? Ritter wird hier mit berechnet. Der alte Rieder von uns, auch hier. Da bin ich ja mal gespannt, was da passiert. So als Backup hätte ich gern noch den Marcel Heller, weil der ist einfach absolute Maschine. Ich muss aber gucken, ob ich ihm sage, Rotationsspieler für ein Jahr oder ob er sagt, Maas und Vogel nicht gehört. Könnte eh knapp werden mit unseren seinen Gehaltswünschen. Wir gucken mal, was er sagt. Mein Klient ist nicht vollauf von der Aussicht überzeugt, für den Verein zu spielen. Da schlage ich vor, dass sie Änderungen vornehmen. Er kann kein Stammspieler bei uns sein. Also das glaube ich nicht. Ich will mal fragen, was er sagt. Ansonsten ist Feierabend. Mein Klient wäre die Phase gern bereit, zu Vertragsgesprächen überzeugen. Wir lesen ganz klar im Vorteil. Ja, ist doch wieder so, Mensch. Keine Ahnung, ich kann ihm nicht als Schlüsselspieler Versprechen machen. Das geht halt einfach nicht. Das war nicht in Planung. Nein, Klinge! Schnittwunde an der Wade. Diggi, kannst du doch nicht machen. Jetzt geht mein ganzer Spielplan gegen Braunschweig langsam nicht mehr auf. Die verletzen sich ja alle ja jetzt schon. Hat einfach am schlechtesten trainiert mit Hippe und Nihus. Na toll. Das wird ja immer schlimmer mit euch. Spalvis top trainiert. Ja, wie gesagt, Spalvis ist im Spiel schon immer OP gewesen. Da bin ich halt so überlegen, ob ich ihn einfach verkaufe, um ein bisschen mehr Realismus zu geben. Weil er wird halt in dem Spiel wieder komplett rocken. Da muss ich mal überlegen. Oder wir sagen auf Ehre, hier darf er wenigstens das abliefern, was wir von ihm immer gewünscht und gewartet haben. Könnte man natürlich auch so machen. So sieht also jetzt unser Kader für das erste Spiel aus. Einige Verletzungen. Ihr seht ja, guck mal hier, Sänger darf noch nicht spielen. Lopez darf eh nicht spielen. Das sind noch Testspieler. Klingenburg verletzt, Sessa verletzt. Steele darf nicht spielen, Setzer übrigens auch gesperrt, ne? Ist ja wie Real Life. Wie Real Life. Also muss ich ein bisschen umbauen. Ich hoffe, Nihus schafft das von Anfang an und bin gespannt, was die Jungs jetzt hier treiben werden. Let's go in die Partie rein. Let's go, liebe Freunde. Dieser spektakulären Grafik, ich sag das euch. Bin ich mal gespannt, was jetzt hier so passiert. Ich versuche, langweilige Szenen rauszuschneiden, beziehungsweise gibt es ja eh nur die Highlights. Heute das Video auch ein bisschen länger. Nächsten Mal plaudere ich mal einfach gar nicht zu viel, dann geht es von Spiel zu Spiel. Und die spannenden Sachen passieren hier noch so ein bisschen. Lautern fängt also an mit Chipchis erster Fehler. Heieiei. Hippe holt sich die Pille. Wunderlich. Elias Huth. Ja, auch hier recht gut im Spiel. In echt würde ich es ihm wünschen. Spielt ja aktuell bei den Amateuren. Herrscher. Wunderlich. Weiß
ein bisschen mit Liebe, das Ganze. Schöne Übersicht auf Elias. Huhuhuhu. Schöne Dinge an die Latte. Aber ich glaube, es zählt als Abseits. Passiert 13. Minute. Ritter. Flanke. Hippe. Wieder Latte. Mannheim führt gegen Magdeburg. Zwickau führt. Es geht schon wild umher hier. Ich sag euch das. Ritter mit der Ecke. Ah, kann gut nichts machen. Oh, Braunschweig, Leute. Oh, Braunschweig. Zimmer. Ritter versucht es nochmal. Der war gut. Hut. Ja, Mann. Elias Hut mit dem 1:0. Stabilo. Schön. Erst geklärt. Zimmer holt sich die Pille. Spielt nochmal auf Außen. Ritter mit der Übersicht. Ballert das Ding schön rein und Hut mit dem Kopfballtor. Herrlich, 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 herrlich. Der Betze bebt. Oder war es das jetzt schon? Zum Glück nicht. Nochmal. Grab noch zu null. Muss Rekord jetzt hier im Spiel auch noch knacken. Warum ist denn Mike ängstlich? Diggi. Ich glaube, das Wort Angst kennt der nicht. Das ist ein Fehler vom Spiel. Der kennt sowas wie Angst nie. Oh, Braunschweig mit der Flanke. Was macht Raab? Hippe muss klären und Kraus muss auch weg damit. Eieiei, Matze. Jetzt aber mal hier brenzlig, Leute. Brenzlig, Konter, Hut. Komm, außen, außen, außen. Sehr gut. Jean ist da. Komm, Jean. Du machst das. Ich weiß das. Schöne Flanke. Ah, Fehler Braunschweig. Elias, auf wunderlich. Komm schon, warum schießt du denn nicht? Eieiei. Komm schon, Mann. Nochmal Flanke. Zimmer. Und Zimmer. Ach, komm schon. Ach, das wäre jetzt mal richtig cool gewesen. Ganz ehrlich. Jean und ein Tor gibt's auch nicht jeden Tag. Einwurf Henning. 74. Minute. Gab ja Wechsel. Hab wunderlich rausgenommen. Götze jetzt im Zentrum und vorne Ritter. Und hinten habe ich jetzt mal den, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, Mats Kitsch aus unserer Jugend rein. Will ich ein bisschen pushen, ne? Ein geiler Sechser. Ja, aber Herrscher ist auch schon ein bisschen müde, ne? Sehe ich gerade. Gehen wir nochmal zuck. Aber guck mal, was Braunschweig jetzt macht. Nicht, dass jetzt ein Tor kommt. Ach! Wenn ich vom Teufel spreche. Ach, Mann. 1:1. Grab geschlagen. Muss doch jetzt nicht sein, Jungs. Jetzt wollte ich gerade defensiver spielen. Kann man es fast schon wieder lassen, du. Nicht aufgepasst. Auch hier ein Kopfballtor. Drauf. Eieieiei. Eieiei. Ei, 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 ei. Raab, du Krake. So muss das sein, Kollege. Meppen führt gegen Halle. Eieiei. So, jetzt weg und dann Konter. Das ist der Plan. Raab, jetzt schnell. Ah, ich hab nämlich gesagt, schnell spielen, ne? Mist. Ah, vielleicht, warte mal. Zuck. Komm, zurückspielen. Hey, okay, hat er noch. Schön. Ritter. Ach, komm. Ja, wollen nicht. 1:1, liebe Freunde. Dann schauen wir uns das Ganze mal an. Die 60er 2:0 gegen die Kickers. Halle gegen Meppen 2:2. Wir halt 1:1. Kommt mir so bekannt vor. Mannheim gegen Magdeburg 3:1. Ja, also auf Platz 9 erstmal. Hippe feiert sein Debüt bei Lautern. Späten Gegentor. Ich finde das auch geil für Zweiler Stadion. Es sieht recht okay aus. Ne? Also es, bei FIFA sieht schlimmer aus, finde ich. Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Haut mal raus, wie ihr das Ganze hier findet. Ich hab Bock. FM ist richtig zu empfehlen. Also wenn ihr richtig Bock habt auf so mehr, ja, einfach so mehr Statistiken, mehr Fummlereien, nicht nur einfach Gameplay, dann ist es absolut das Richtige für euch. Und wenn ihr sagt, ja, aber ich möchte noch Regionalliga, Oberliga dabei haben, dann wartet noch ein bisschen ab. Dann kommen da bei Steam im Workshop ganz viele kostenlose Mods, wo man richtig coole Sachen, also die ganze Regionalliga, Oberliga, Kreisliga, alles dabei haben kann. Bockt halt mega. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao.